Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Birth by Sleep oder auch geboren aus dem Schlaf, wie unser Stevel heute. Und der ist natürlich wieder bei mir, weil ich muss ja bei ihm aufnehmen. Ja. So, und wir sind jetzt kurz davor, Irakus zu bekämpfen und versuchen diesen jetzt auch mal ordentlich aufs Fressbrett zu geben. Und nicht nur zu kassieren. Wie Sie sehen, sie sind nicht viel vom Kampfwall. Schnell Ende. Erstmal überspringen wir die Cutscene, die haben wir ja schon gesehen. Und dann sollte es auch schön losgehen. Nachdem das Herz ein bisschen im Kreis gedreht ist. Ich hätte schon fast gesagt, am Rad dreht. Ja, Cloud, das machst du gut. Aber kommen dir ein paar Moves bekannt vor, die du jetzt gemacht hast? Ich habe nicht so auf meine Moves geachtet, ich habe eher auf seine Moves geachtet. Ja, du hast so eine Art dunkle Hand produziert, die er nach ihm gegriffen hatte. Waren das Fähigkeiten von Xehanort oder so? Wo du gegen Terry kämpft hast, gegen seine Rüstung. Folgeexplosion? Wann hast du das bekommen? Folgeexplosion, kann man gar nicht erinnern, wann du das bekommen hast. Okay. So. Ach hier. Oh, Feuerschlag macht ganz gut Schaden. Bei niedrigen MP führst du einen Drehangriff mit gesteuertem Schaden aus. Okay. Nach dem Sprungangriff schießen zwei riesige Felsbrocken auf den Boden, die zusätzlich Schaden verursachen. Okay. Finde ich auch nicht so schlecht. Achso, das braucht zwei Slots, WTF. Luftstaccato. Wenn ich die Angriffsserie drücke, zum Abschluss rechtzeitig Dreieck um mehrere zu lösen. Ich brauche auch zwei Slots. Die mächtigen verbrauchen eventuell sogar mehr. Drücke rechtzeitig Dreieck, um die Gegner nach oben zu wirbeln. Das klingt gut. Führe Dunkelheit gehüllt in einen Sturm und griffen hohe Reichweite aus. Die Gegner können Fluchgriffen. Ja, Scheißschock. Okay, das nehmen wir noch mit rein. Ich denke mal, das könnte eine ganz gute. So, warte, jetzt würde ich mal nachgucken. Das hier hast du gesagt, das sind diese Fokusattacken, ja? Ja. Verschiedene Feuerwelle, Dunkelprojektile, viele Gegner können angesiedelt werden.
Lichtprojektile, verschiedene Kugelblitze, jede einzelne Kugel ist sehr stark. Führe in Frostgehüllte wiederholt Sturmangriffe auf die Gegner aus. Okay. Feuerbälle, Lichtprojektile. Ich glaube, ich nehme das. Dönerwetter. Da werden nämlich Döner auf Gegner abgeschossen. Das ist eine ziemlich witzige Attacke. Ja, schön. Döner-Kebab auf den Gegner. Dann regnet's Döner. Dönerwetter. Das ist praktisch sozusagen eine Art Essensbombardierung. Also Essensschlacht hätte diese Fähigkeit auch heißen können. Ja, damit gerade ein Ad, aber ich auch, wie du sagst, Essensschlacht. Essensschlacht! Oder so ähnlich. Ja, ungefähr so war das. König Adrian hat die ja verkündet, oder? Ja. Okay. Halte den hitzigen Meister Irakus auf. Ich muss hier noch ein bisschen lernen, also nicht wundern, wenn das noch ein bisschen dauern könnte. Zum Glück kann ich das ja jetzt relativ schnell hintereinander machen. Deine Cloud-Attacke nervt, weißt du das, Irakus? Warum klaust du von Cloud die Attacken? Ich weiß, theoretisch hätte er Cloud von ihm geklaut, weil er ja hier schneller ist. Cloud hat geklaut. What the fucking hell war das bitte? Licht, Schwerter. Licht. Also in Schlüsselschwerter geformte Lichtenergieattacken. Ja, mach's gleich zweimal hintereinander, das ist immer richtig geil. Attacken, bei denen ich Probleme habe, zweimal hintereinander zu bringen, ist immer das Beste, was man machen kann. Als Bossgegner. Ja. Aber für den Spieler ist es leider nicht das Beste. Damit hat er dich das eine Mal gekillt. Das ist ja noch mieser. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass das die Attacke war, mit der mich gekillt hat. Das waren andere. Nee, die hatten ihn noch so umdreht. Und bevor er sie abgeschossen hatte, da war es tot. Weißt du, was da helfen könnte? Dickschädel und Trotzkopf, ich weiß.
Das ist ein Arschloch. Was du nicht sagst, das hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn du das nicht gesagt hättest. Beweg dich doch, wenn ich drücke. Oh, so war es noch nicht wütend, der tut bisher nur so. Er steckt sich langsam rein. Ich drücke 1000 Mal Dash und er macht nicht einmal. Wie lange braucht ihr bitte zu recovern? Das ist echt ekelhaft. So. Lichtschwerter da. Ah, blocken. Hat ja das eine Mal funktioniert. Ja, aber ich spiele jetzt gar nicht mehr mit. Okay, ich darf also nicht bei dieser Attacke dabei stehen bleiben. Alles klar, das habe ich kapiert. Danke sehr. Die trifft mich auch in dieser Attacke. Ich bin also nicht mehr verwundbar, während ich das mache.
You're done. Die. Take that. You're done. Hey. Let the darkness die. Hey. Wow. Tja, da noch mehr Tricks drauf. Ja, das ist Phase 2, ich hab schon gesehen. Ja, aber der Fokus-Dings macht aber auch gut Schaden, wenn du das mehrmals hinkriegen würdest. Hm. Ist geil. Ich glaube, wenn du richtig gut hinkriegst, kannst du ihn in eine Leiste damit wegkloppen. Dunkel mit Puls kannst du auch gut zuschlagen, da haust du ihn zurück. In dem Moment. Ja, weil ich wusste, wenn ich das mit dem Blocken verkacke, dann ist es zu spät. Ich konnte aber nicht so schnell auf viel gehen. Aber eigentlich habe ich mich geheilt und trotzdem gewonnen worden. Das verstand ich nicht. Vielleicht hat die Heilung noch nicht gezählt. Die zählt ja meist nur dann, wenn ich durchgezogen bin. Aber. Ist eine andere Fähigkeit, die dich dann durchheilen lässt. Das ist gleich zweimal hintereinander, Alter. Er ist ein fieser Gegner. Naja, bis jetzt geht's aber. Man muss einfach erstmal. Also Phase 1 geht bisher. Wäre schlimm, wenn ich nebenbei esse? Ich glaube ja, ne? Wegen der Aufnahme.
Ja, schön. Das haben wir das jetzt. Let the darkness die!